Einen schönen guten Abend, liebe Abonnentinnen und Abonnenten. Ja, ich glaube, es ist selbsterklärend, worüber ich heute sprechen werde, nämlich über die Mario Kart 8 Direct, die heute über die Schirme lief, von Satoru Iwata vorgestellt, und zwar in einem sehr, sehr, sehr interessanten Aufzug. Also man sollte meinen, wirklich bei Mario Kart 8 alles, was Nintendo die letzten Jahre an Marketing falsch gemacht haben, machen sie bei Mario Kart 8 richtig. Das ist bisher sehr, sehr gutes Marketing. Von vorne bis hinten ist auch diese Direct, die eine echte Highlight-Ankündigung war. Zu einem speziellen Sache, die es zu Mario Kart 8 gibt, werde ich euch morgen berichten. Heute möchte ich mich ganz auf die Direct konzentrieren. Dort wurde über einiges gesprochen. Zum einen wurde endlich aufgeklärt, was es genau mit der Schwerkraft auf sich hat. Denn es ist nicht so, dass die Karts ganz einfach auf den Decken und Wänden fahren können, sondern es verhält sich folgendermaßen: Wenn man einen Beschleunigungsblock erreicht, dann kommt man in den Anti-Schwerkraft-Modus. Und dieser Anti-Schwerkraft-Modus sorgt dafür, dass man eben die Möglichkeit hat, an Wänden oder Decken zu fahren. Das heißt, wenn man keinen Beschleunigungsstreifen mitnimmt, dann steht diese Option nicht zur Verfügung. Ob das auch beim Driften, ob auch der Driftboost möglich ist, diesen Anti-Schwerkraft-Modus zu erreichen, wurde nicht explizit erklärt. Ich denke aber nicht, da man ja auch im Anti-Schwerkraft-Modus driften kann. Und der Anti-Schwerkraft-Modus tut dabei nicht nur die Möglichkeit geben, an Wänden und Decken zu fahren, sondern er gibt einem auch noch die Möglichkeit, den Gegner zu rammen. Denn wir hatten ja bereits die Möglichkeit gesehen in vergangenen Trailern, dass man Personen rammt. In diesem Fall wurde deutlich, dass es sowohl Karts als auch Gegenstände sind auf der Strecke, Pfeiler könnten es sein, die man dann rammt und dann einen schönen Boost bekommt. Dadurch werden im Gameplay praktisch völlig neue Möglichkeiten eröffnet. Nicht nur, dass man durch den Anti-Schwerkraft-Modus es schaffen kann, andere Orte von der Strecke zu sehen, als man normalerweise sehen würde oder betreten könnte. Es gibt natürlich auch immer alternative Wege, es sei denn, es ist eine gerade Strecke, wo man an den Beschleunigungsstreifen natürlich notwendigerweise nicht vorbeikommt. Sondern es ist auch deswegen umgedreht, weil, so wurde erklärt, man versucht normalerweise den Gegnern auszuweichen und den Gegenständen, die auf der Strecke sind. Es wurde auch gezeigt, dass man, wie gesagt, auch wenn man Pfeiler berühren kann oder berührt, diesen Boost erhält. Und so wird eben einfach alles umgedreht. Das finde ich durchaus interessant. Vor allem ist es deswegen schön, weil ihr wisst ja, ich werde sehr, sehr gerne rumgeschubst. Und dann wäre endlich mal dieses Rumschubsen etwas normalisiert. Also das finde ich wirklich toll. Die Frage ist halt, inwieweit es vielleicht ein bisschen unfair gegenüber dem ersten ist, der ja schon einen relativ hohen Vorsprung hat, eventuell, und dass die hinter ihm dann praktisch, die nah beisammen sind, sich munter nach vorne boosten können, während der dann halt Bad Luck hat, das weiß ich nicht. Könnte ein Problem werden, aber an sich finde ich auf jeden Fall die Idee sehr, sehr gut und ich bin sehr gespannt darauf, sie in der konkreten Umsetzung zu sehen. Ja, was noch zu erwähnen ist, es gibt wieder die Kartteile, also sprich wie Mario Kart 7, hat man die Möglichkeit, sich selbst ein Kart zusammenzustellen. 54 Kartteile soll es hierbei geben und die sehen schon teilweise sehr, sehr cool aus. Man hat zum Beispiel bei Peach gesehen, dass es eine Reifenkombination gibt, wo zwei Pferde vorne sind. Hört sich jetzt komisch an, aber ist echt cool. Oder der Feisthörnchengleiter. Also da hat man sich auf jeden Fall viele Gedanken gemacht, finde ich. Das neue Design sieht sehr ansprechend aus. Und da es natürlich auch Karts und Bikes gibt, hat man dann natürlich noch mehr Variationsmöglichkeiten als Mario Kart 7, wo es nur Karts gab. Ein paar Reifenszenen allerdings, also das habt ihr wahrscheinlich auch schon gemerkt, es gibt diese eine Reifenkombination, wo man über den Boden schwebt, anstatt den Boden zu berühren. Das gibt es sowohl für Bikes als auch für Karts. Eine Sache, die mir aufgefallen ist, ist, es gibt wieder die gleichen Werte wie in Mario Kart 7, die 5
Ja, die fünf Bewertungskriterien für eine Card-Kombination. Jedoch wurde Triften gegen Haftung ausgetauscht. Ich nehme an, das ist das gleiche oder so der deutsche Name, weil ich wüsste nicht, was Haftung sonst bedeuten sollte, aber nur ein Trivia, was ich erwähnen wollte. Ansonsten, wie gesagt, wieder 5 Sterne für den Bestwert. Beschleunigung, Tempo, Gewicht, Handling und eben Haftung. Wo ich jetzt jedoch leider zur ersten richtigen Kritik kommen muss, und es tut mir leid, aber dafür muss ich dieses Spiel wirklich zu Tode bashen, sind die Charaktere. Also in Mario Kart 7 hatte man schon unnötige Charaktere, aber was man sich dabei gedacht hat, das ist nur mit Crack zu erklären, es tut mir leid. Also, die 7 Koopalinge waren ja schon so, dass man gesagt hat, ja, die haben schon ziemlich viele Slots weggenommen. Also, das war schon ein bisschen ärgerlich, aber gut. Gut, dass Baby Luigi und Baby Mario beide dabei sein würden, ja, dachte man sich. Baby Peach und Baby Daisy auch. Nee, dass sie die Babys in irgendeiner Art und Weise als gut befinden würde, aber okay. Stattdessen hat man jetzt aber doch Metall Mario da. Und es hätten jetzt noch zwei Charaktere kommen können. Die waren noch nicht bekannt. Was ist es geworden? Baby Rosalina ist Nummer 1. Ja, weil wir auch genau noch ein Baby brauchen. Und jetzt kommt der absolute Knaller. Der letzte Charakter ist Rosa Gold Peach. Tut mir leid, aber dafür habe ich keine Antworten mehr. Der Mii ist übrigens auch wieder dabei. Das macht immerhin 30 Charaktere, wenn man den Mii dazu zählt. Aber trotzdem, rechnet mal aus. Wir haben jetzt Baby Mario, Mario und Metall Mario. Wir haben Baby Peach, Peach und Rosa Gold Peach. Wir haben Luigi, Baby Luigi. Wir haben Daisy und Baby Daisy. Wir haben Rosalina und Baby Rosalina. Und wir haben 7 Koopalinge. Fällt euch was auf? Das ist alles viel zu kosten. Diddy Kong ist nicht mehr dabei. Auch kein Funky Kong. Kein Cranky, kein Dixie, kein gar nichts. Was jetzt noch übrig ist, sind Yoshi, Toad. Okay, die sind immer dabei. Koopa, Shy Guy, Lucky Toad. Ist so schön, dass die wieder dabei sind. Und eben Toadette. Ist auf jeden Fall gut, dass die wieder dabei sind. Bowser, Donkey Kong, Wario, Waluigi. Man merkt, in diesem Sumpf unnötiger Charaktere wurde ein absoluter Anker gesucht, um zumindest noch ein paar Altbekannte unterzubringen. Trotzdem, tut mir leid, das ist für mich Fail. Also diese Babys nerven mich dabei am meisten. Wir haben eh schon so viele leichte Charaktere. Ja, Toad, Koopa, Shy Guy, Lucky Two und Toadette sind alles leichte Charaktere. Dann hält, warum braucht man dann nochmal zusätzlich 5 leichte Charaktere mit den Babys? Da hätte man dann wirklich was ganz anderes daraus machen können. Vielleicht so eine Mittelklasse. Also, oder mehr schwere Charaktere. Ja, die einzigen schweren, die wir jetzt haben, sind Bowser, Donkey Kong und Wario. Gut, und Metall Mario. Und wer auch immer zu den Koopalingen dazuziehen würde, vielleicht Woi. Aber Knochenbowser wäre cool gewesen. Aber da hätten wir auch wieder Bowser, Knochenbowser, naja. Aber Boohoo, ja, Boohoo wäre ein richtig geiler Charakter gewesen, den viele gewollt hätten. Den sich auch ziemlich viele gewünscht haben. Oder wie gesagt, Funky Kong oder vielleicht Cranky Kong in Anlehnung an das neue Donkey Kong Country Returns. Diddy, ja gut, Diddy wäre halt auch wieder ein leichter Charakter gewesen. Da kann ich es schon verstehen. Aber insgesamt, was zurückbleibt, ist wirklich eine riesige Ladung unnötiger Charaktere. Birdo ist übrigens auch nicht mehr dabei, wie ihr seht. Der Paracooper, den man aus Double Dash kennt, auch nicht. Also es ist wirklich extrem gekürzt worden, um diesen Sumpf unnötiger Charaktere zu haben. Das ist wahrscheinlich das Schlechteste in diesem Spiel. Ansonsten ist es tipptopp. Aber was das angeht, kann ich sagen, mach doch im nächsten Mario Kart einfach gleich Mini Mario, Mario, wenn er klein ist, Mario, wenn er einen Pilz gegessen hat, Feuerblumen Mario, Flughörnchen Mario, Propeller Mario, was gibt's noch? Forschungszugs Mario, Pinguin Mario. Tut mir leid, aber genau so wirkt es. Die Variation ist einfach beschissen. Ich brauche den gleichen Charakter nicht dreimal mit einer anderen Farbe und. Nee. Da hätte man wirklich besser machen können. Wie gesagt, da war man irgendwie auf Crack. Ich weiß nicht, warum man das gemacht hat, aber
Aus irgendeinem Grund war man der Ansicht, dass das eine gute Idee sei. Kommen wir aber damit wieder zu guten Nachrichten, zu sehr guten Nachrichten. Die neuen Items wurden nämlich vorgestellt. Die uns bekannten waren der Bumerang, den habe ich schon gezeigt, den kann man mehrmals verwenden, um Spieler in einem relativ kurzen Durchmesser vor sich zu treffen. Dann die Piranha-Pflanze aus Super Mario 3D World, welche Items auf der Strecke frisst und Gegner direkt anvisiert praktisch. Und dann wurde auch zwei neue vorgestellt, die 8 zum einen, die wo sie eigentlich so wie Lucky 7, ich glaube sie ist Wunder 8, ich glaube sie ist so. Da erscheinen einfach 8 Items um einen herum. Und jetzt kommt das Allercoolste, nämlich das zusätzliche Item ist eine Hupe. Und mit dieser Hupe, also da kann man eine Druckwelle erzeugen, das zum einen. Und das haut alle Spieler, die sich im Radius um einen befinden, weg. Heißt, wenn man im Gedränge ist, ist das einem absolut mächtig. Aber das Allergeilste ist, er kann den Stachypanzer abwehren! Es ist so geil. Jetzt hoffe ich nur, dass man das nicht alles versaut, indem man irgendwie sagt, ja, das kann man nur auf dem 7. Platz oder so kriegen. Aber es sieht im Moment sehr, sehr, sehr gut aus, als könnte das, was die Gerechtigkeit angeht, endlich mal ein richtig gutes Mario Kart werden. Und da bin ich richtig froh drum. Kommen wir nun zu den Online-Funktionen. Ja, der Online-Modus sieht, so wie ich das überblicken konnte, dem aus Mario Kart 7 relativ ähnlich. Bedeutet, er ist eher darauf ausgelegt, dass man viele Punkte sammelt, was ich gut finde. Doch, bin ich mir jetzt nicht sicher, wie viele Punkte man startet. Denn es gab viele, die unter 1000 Punkte waren. Einige, die hatten schon über 1000. Deswegen weiß ich nicht, ob das daran liegt, dass sie diese Punkte verloren haben. Ich denke es mal eher nicht. Deswegen weiß ich gerade nicht, mit wie vielen Punkten man startet. Auf jeden Fall wird es 12 Fahrer geben. Und man kann sich über diesen Chat, der bei den Communities in Mario Kart 7 vorhanden war, wo man so sagen kann, hallo, und ich benutze den Gyrosensor und so ein Zeug. Das kann man nun vor jedem Rennen bereden. Ist wahrscheinlich ganz lustig. Lustiger wäre es vielleicht, wenn man nicht unbedingt fixe Wörter hätte, weil fixe Wörter sind relativ unpraktikabel zum Chatten. Aber wahrscheinlich wird man damit finden, dass irgendwelche Beleidigungen oder so kommen, so stehe ich. Es gibt übrigens auch nur eine neue Option. Man kann sich aussuchen, entweder man macht weltweites Rennen oder man macht regionales Rennen. Das ist auch sehr interessant. Ich würde auf jeden Fall natürlich am Anfang weltweit vorschlagen, da man auf jeden Fall nicht damit rechnen sollte, dass sich Mario Kart 8 in kürzester Zeit so oft verkauft wie Mario Kart, wie es seinerzeit getan hat. Zudem hat man wieder die Communities und diesmal auch ein verbessertes Turniersystem. Die Turniere kann man jetzt direkt erstellen, weil man hat ja immer sehr gerne Mario Kart Wii Turniere veranstaltet. Das war immer ein bisschen schwieriger, sich da zu treffen. Aber dieses Mal kann man relativ genau einstellen, wann und wo ein Turnier stattfinden soll, und das kann dann auch so hochgeladen werden. Finde ich sehr, sehr nice. Was das Zeitfahren angeht, wird es so sein, wie es eben seit Mario Kart Wii ist. Eine relativ einfache Zeit, eine absolut gestörte Zeit von irgendeinem Entwickler, die zu schaffen unglaublich schwer ist. Dafür bekommt man dann einen speziellen Miiverse-Stempel und kann diese Zeiten auch hochladen. Und wenn man wirklich sehr gut ist, dann wird man verewigt in den 20 Besten, also man kann sich die 20 besten Zeiten anschauen, weltweit, und diese dann als Geistdaten herunterladen, um gegen die zu fahren. Auch auf jeden Fall interessant. Dann wurde über das Mario Kart TV gesprochen. Dort, und jetzt kommt es, soll es möglich sein, dass man seine Sachen über YouTube hochlädt. Ja, es ist natürlich jetzt so prinzipiell möglich, seine Highlights in Mario Kart Kanal zu sprechen, aber es geht tatsächlich da, dass man es automatisch auf YouTube hochlädt, falls man ein Google-Konto hat. Sehr merkwürdig, wenn ihr mich fragt, ja. Erst macht Nintendo diese riesige Schoße bezüglich dem Claim von Videos auf YouTube, und jetzt geben sie einem praktisch die Option, dass man es direkt auf YouTube hochlädt. Ist aber schön natürlich, wenn sie da Einsicht gezeigt haben, das freut mich sehr.
Auf jeden Fall, das ist möglich, dieses Tauschen von Highlights direkt auf YouTube hochzuladen. Das bedeutet, wenn ihr, wenn ich, nehmen wir mal, ich würde Mario Kart 8 Let's Play machen. Und ich würde Zeitfahren machen und sagen, ja, schickt mir doch eure Zeiten als Link in der Videobeschreibung. Also, das ist die neueste Form von Videoantworten, weil die gibt es ja so nicht mehr. Dann müsst ihr gar kein externes Aufnahmeprogramm haben, sondern einfach auf Abspeichern klicken und auf Hochladen, wenn ihr ein Google-Konto habt. Sehr, sehr nice. Zu weiteren Sachen werde ich noch Näheres sagen, denn es wird noch... es wird auch morgen ein Video dazu kommen, da es einige Aktionen dazu gibt. Aber dazu, das würde ich euch jetzt nicht sagen, weil das ist jetzt mal eine volle Informationsdröhnung. Aber sehr cool. So, jetzt möchte ich noch ganz schnell zu den Strecken kommen, die angekündigt wurden. Das sind jetzt alle bekannt. Im Pilzcup finden wir die Strecken Mario Kart Stadion, Wasserpark, Zuckersüßer Cannon und Steinblock-Ruinen. Sehen alles dann sehr, sehr gut aus. Im Blumencup haben wir standardgemäß Marios Piste. Ihr erinnert euch, im Pilzcup haben wir Mario Kart Stadion. Das ist auf jeden Fall schon mal eine Abwechslung vielleicht zu Marios Piste, Luigi's Piste, Toads Piste, was auch immer am Anfang stand. Also wie gesagt, Blumencup, Marsbüste, Toads Hafenstadt, Grusel-Wusel-Villa und Schalkeis Wasserfälle. Im Sternencup oder im Sternencup haben wir den Sonnenflughafen, der an Sunshine erinnert, die Delfinenlagune, das Discodrom und Vario-Abfahrt, das ist eine Schneestrecke, und im Spezialcup die Wolkenstraße, erinnert sehr an die Strecken aus Mario Kart Super Circuit, die Knochentrockendünen, Bowsers Festung und den Regenbogen Boulevard. Und das Interessante an der Sache ist, Bowsers Festung sieht sehr nach Bowsers Festung vom Nintendo GameCube aus. Das Interessante an der Sache ist, das ist es nicht. Es ist nicht die Bowser's Festung vom Nintendo GameCube und Minecraft Double Dash. Sieht ihm aber sehr ähnlich. Ich dachte wirklich, dass das seine Retro-Strecke, aber ja, auf jeden Fall, mich hat das überrascht. Dann kommen wir zum Panzercup. Kumuweide von der Nintendo Wii, Marios Piste vom Game Boy Advance, Cheap Cheap Strand vom Nintendo DS, Toads Autobahn vom Nintendo 64. Ja, ich denke auf jeden Fall, dass eine ganz gute Auswahl getroffen wurde. Man hat eine Kumuweide dabei, es gab ja schon zwei. Eine ältere Strecke, Marios Piste. Ich glaube, so wie es aussieht, wird es auf jeden Fall sehr gut umgesetzt. Diese älteren Game Boy Advance und Super Nintendo Strecken sind immer so eine Sache. Das ist auf jeden Fall gut. Die Cheap Cheap Strand fand ich immer sehr interessant, Mario Kart DS. Was dabei halt gefehlt hat, war die Stunt-Möglichkeit. Deswegen glaube ich, dass es jetzt besser wird. Und Toads Autobahn hatte ich persönlich wirklich auch auf der Rechnung. Da das eine Nintendo 64 Strecke ist, mit der man, finde ich, wirklich hätte rechnen müssen, zumal da nicht mehr so viel übrig ist. Im Bananen-Cup haben wir die staubtrockene Wüste vom Nintendo GameCube, also ein Double Dash. Die Donut-Ebene 3 vom Super Nintendo. Ja, Donut-Ebenen waren das so eine Sache. Wir hatten noch keine reloadete Donut-Ebene, deswegen bin ich da sehr gespannt. Die königliche Rennpiste. Diesmal kann man jedoch nicht zu Peach Schloss, das ist von Nintendo 64. Und von Mario Kart 7 den Donkey Kong Dschungel. Der sieht sehr perspektivenreich aus, da bin ich auf jeden Fall gespannt. Erneut eine ganz gute Zusammensetzung, finde ich. Das passt schon. Ja, kommen wir zum Blood Cup. Dort gibt es die Wario Arena. Die jedoch, ja, also auf den Nintendo DS fand ich die nicht so gut. Deswegen bin ich gespannt, wie sie hier sein wird. Und jetzt leider das Sorbetland von Mario Kart Double Dash. Das ist eigentlich ein Grund zum Weinen, weil Sorbetland ist die schlimmste Strecke in Mario Kart DS wegen diesen verfluchten... Mario Kart Double Dash, wegen diesen verfluchten Eisskulpturen. Ich verabscheue sie so auf den Tod. Vom Mario Kart 7 Instrumentalpiste und vom Nintendo 64 Yoshi's Tal. Wirkt diesmal etwas heterogen, das Ganze. Auf jeden Fall, Yoshi's Tal finde ich interessant, dass diese Strecke wieder kam. Sorbetland hätte jetzt nicht sein müssen. Wie gesagt, ich hasse diese Strecke abgrundtief. Da hätte ich vielleicht Donkey Kong Ski Alpine besser gefunden. Aber gut, dann müssen wir wohl damit leben. Oder vielleicht eine Super Nintendo Strecke, dass man da mal eine Eisstrecke macht, weil da gab es ja auch eine Eisstrecke. Aber so eine alte Retro-Eisstrecke haben wir bisher noch gar nicht. Aber gut, da muss ich wohl mit Sorbetland leben.
Und dann im Blitzcup Tic-Tac-Träume von Mario Kart DS, definitiv interessant, hat Potenzial. Röhrenraserei von Mario Kart 7, schon länger bekannt. Die Vulkankrollen von Mario Kart Wii und den Nintendo 64 Regenbogen Boulevard. Fällt euch irgendwas auf? Irgendwas? Mario's Colosseum ist nicht dabei! Okay, ich beruhige mich. Trotzdem, why? Why? Das frage ich mich einfach, warum? Also zum Beispiel beim Blood Cup hätte man die Wario-Arena einfach gegen Wario's Colosseum austauschen können. Und ich verstehe es wirklich nicht, weil Wario's Colosseum wäre dermaßen geil gewesen. Es hätte vor allem super in dieses Schwerkraftsystem gepasst. Und seit dieses Spiel angekündigt wurde, höre ich von der Hälfte der Leute sagen, Alter, wenn Mario Colosseum nicht kommt, dann schlage ich die. Und jetzt machen sie das, warum? Kann mir das irgendjemand sagen? Vielleicht habt ihr da eine Ahnung, ich raff's auf jeden Fall nicht, gar nicht. Aber gut, ich werde dieses Video an dieser Stelle mal beenden. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wenn ja, könnt ihr einen Daumen hoch da lassen. Und wir können gerne über dieses Spiel diskutieren. Es wird natürlich, ich habe ja schon mal gemeint, auch 4 Steuerungsmöglichkeiten geben mit dem Wii U Gamepad, dem Wii-Controller als Lenkrad angeschlossen, dem Wii-Controller mit Nunchuck und dem Pro-Controller bzw. Classic-Controller. Wie gesagt, schreibt mir eure Meinung in die Kommentare, würde mich sehr interessieren, dann können wir da diskutieren.